Er geht nicht, er tänzelt. Und man kann die Uhr nach ihm stellen. Täglich Punkt 9 trifft Anthony Taylor am Koblenzer Stadttheater ein. Eine Stunde später lässt der Choreograf im Ballettraum Grundschritte üben. Taylor stammt aus England. Den Wunsch, Tänzer zu werden, äußerte er schon als Kind. Er äußerte ihn vehement. Unbedingt, ja. Ich habe meine Eltern so genervt und habe gesagt, ich will unbedingt tanzen. Meine Eltern hatten nichts mit Theater zu tun. Und dann irgendwann mit 6 Jahren habe ich angefangen. Erstmals mit schottischen Tänzen im Schottenrock. Und die haben gleich gesagt, ich wäre eigentlich sehr begabt. Ich musste eigentlich Ballett machen und Steppen und sowas. Das habe ich dann gemacht, auch ein paar Jahre fast als Hobby, sagen wir, im Dorf. Dann habe ich irgendwann einen Wettbewerb gewonnen und dann kam ich in unsere Nachbarstadt und dann wurde es ernst. Dann habe ich die Prüfung gemacht bei der Akademie in London und ab 8 Jahren, dann war es ernst. Ja. Manchmal bringt er seine Fotoalben mit in die Kantine. Die Kollegen staunen nicht schlecht, welch gute Figur ihr heutiger Choreograf vor 45 Jahren als Tänzer macht. Beim Formulieren seiner Highlights tut er sich schwer. Highlight, schwer zu sagen. Natürlich erstmals nach London zu gehen mit 16 und richtig Ballett zu studieren. Ich war eigentlich sehr erfolgreich, ich bin riesengroß für einen Tänzer, 1,86. Dann mit 19, dann plötzlich hatte ich einen festen Vertrag in Deutschland und nicht nur Stückverträge in London. Highlights waren natürlich die ersten Giselle, der erste Schwanensee, der erste Romeo als Tänzer. Plötzlich dann die großen klassische Rollen zu tanzen und wirklich 20 Jahre lang war ich, wie ich sage, immer Märchenprinz von Dienst für kleine und neue deutsche Bühnen. Nach der Prinzenrolle das stille Kämmerchen. Hier ersinnt Taylor neue Tanzschritte fürs Ballett. Eigentlich wollte ich immer Choreograf werden und hatte das große Glück, meine ganze Tänzerzeit habe ich schon immer wieder choreografiert. Angefangen mit in Kiew zum Beispiel mit niederdeutsche Stücke, ne? Also in Plattdeutsch, die ich nicht mal verstanden habe, durfte ich choreografieren, dann kam ich über die Operette, irgendwann dann durfte ich ein Ballett machen im kleinen Haus, irgendwann durfte ich dann ein Ballett machen im großen Haus in Kiel, im Open House. Und so habe ich mich langsam entwickelt, auch als Choreograf und nicht nur als Tänzer. Und wie gesagt, dann dieser glatte Übergang plötzlich als Ballettchef in Koblenz, war irgendwie ein Traum wird wahr. I mean, your tante Uvert is ever said, then change to quasi derriere, on through, on to Uvert, we turn to Trotz seiner 63 Jahre macht Taylor seinen Schülern immer noch was vor, zumindest ansatzweise. Das wird honoriert. Ich habe junge Tänzer, die bleiben mir ewig treu, aber trotzdem, man hat immer einen kleinen Wechsel. Und man ist irgendwie verpflichtet, das, was da ist, zu verbessern immer. Und deshalb ist unser tägliches Training eigentlich, ich sehe das nicht als Routine, weil jeden Tag ist anders. Plötzlich dreht man besser, springt man besser oder man hat choreografische andere Aufgaben und dann muss man im Training das auch umsetzen, dass eine bestimmte Richtung angesteuert wird. Das heißt, ich habe immer neue Aufgaben, auch wenn es Routine ist. In der Mittagspause legt er Patiencen. Bald wird er das den ganzen Tag lang tun können. Selten geht sein Spiel auf und seine Lebensplanung hat er auch noch nicht durchgemischt. Ein Leben ohne Tanz kann ich mir nicht vorstellen in Hannover. Ich weiß wirklich nicht. Ich warte. Genauso wie ich nicht gewartet habe, was mache ich nach meiner Tänzerkarriere. Gucken wir mal, was passiert. Man lebt nur einmal. Anthony Taylor. Ein Leben für den Tanz.